meine lieben Schwestern und Brüder, die am vergangenen Sonntag zu Ende gegangene Synode in unserem Bistum gibt uns auf, eine missionarische Kirche zu sein. Das ist geradezu eine Selbstverständlichkeit. Denn wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, wenn wir der Stimme Jesu zuhören und bereit sind, sein Wort zu befolgen, dann müssen wir missionarisch sein. Aber was es konkret heißt, was es bedeutet, heute hier missionarisch zu sein, das können wir vielleicht ganz gut erfahren und vertiefen jetzt in den Tagen der Pfingstnovene, da wir mit den Aposteln und Maria, der Mutter Jesu, versammelt sind im Gebet, um die Gaben des Geistes zu flehen und indem wir auf die Stimme Jesu hören, der am letzten Abend seines Lebens, seines irdischen Lebens betet. Zu dem Heiligen Vater, wie er sagt. Also lassen Sie uns ein wenig im Hören auf Jesus diese Selbstverständlichkeit dessen, was die Kirche zu tun hat hier und heute, vertiefen. Das Erste ist, dass wenn wir von Mission sprechen, dass wir über uns selber nachdenken müssen, wer wir sind. Jesus betet für seine Jünger. Aber nicht nur für die, die da um ihn herum sitzen, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Also auch für uns. Wer sind wir? Wir sagen, wir haben das eben noch am Beginn des Gottesdienstes in der Liturgie noch einmal in Erinnerung gerufen bekommen durch das Wasser, wir sind getauft. Ja, was bedeutet das? Man könnte mir jetzt viele Erklärungen anfügen. Wenn wir es kurz sagen müssten, wir sind Erwählte, wir sind Berufene, von Gott Geliebte. Getauft sein heißt, dass Gott mich meint, dass er mich will in der Gemeinschaft der Jünger Christi. Das bedeutet zunächst getauft sein. Und noch mehr. Wir gehören dem Vater und dem Sohn. Du hast sie mir gegeben, sagt Jesus, so betet er. Sie sind unser Besitz. Wir sind das Besitztum des Vaters und des Sohnes. Wer getauft ist, gehört nicht mehr sich selbst. Mein Gott, das wäre schon ein Schritt, wenn wir das verständen. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir sind in einen anderen Besitz übergegangen, aber nicht in einen fremden. Paulus geht sogar so weit, dass er von einem neuen Sklaventum spricht. Paulus spitzt das manchmal zu, um es deutlich zu machen. Er sagt, wir sind nicht mehr Sklave unserer Lüste, unserer Begierden, unserer selbst, sondern wir sind Sklaven Gottes. Deshalb beginnt Paulus fast jeden Brief, den er schreibt. Doulos Christou, schreibt er. Paulus, der Sklave Christi. Aber das ist ein ganz anderer Sklavendienst als den, den man sonst kennt. Weil dieser Dienst, dieses Besitztum gründet in einer Liebe. Dieses Erwähltsein, dieses Berufensein, dieser neue Besitz, den gibt es deshalb, weil Gott uns liebt. Es ist seine zuvorkommende Liebe, die uns herausruft, die uns als Besondere will. Wir dürfen und sollen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute von einem missionarischen Auftrag der Kirche sprechen, diese Erwählung und Berufung nicht nivellieren. Wir sind dann sehr schnell bei niedrigschwelligen Angeboten und sagen, naja, es ist ja irgendwie auch jetzt nicht so ein großer Unterschied. Das heißt noch nicht, dass wir besser wären. Das ist etwas anderes. Und wir messen dann schnell mit moralischen Kriterien, als seien die Christen die besser Menschen oder moralisch hochwertiger. Na, schön wär's, würde man sagen. Aber wir sind anders. Wie könnte sonst die Kirche, wie könnten wir als Berufene, als Getaufte, als Erwählte einen Auftrag in der Welt haben, wenn wir genauso graue Mäuschen sind oder von mir aus auch bunte Vögel wie der Rest der Welt? Dann spricht Jesus in seinem Gebet von der Herrlichkeit,
die sich in diesen Berufenen zeigt. Dieses Wort, man muss das immer wieder betonen, hat natürlich etwas mit Licht und mit Strahlkraft zu tun, aber in seiner Grundbedeutung spricht es von Gewichtigkeit, von Wucht. Aus dem Hebräischen kommt dieses Wort. Also die Wucht, die Gott in sich selber trägt, die legt er in die Erwählten hinein. Die kommt nicht aus den Erwählten, eben weil wir besser wären, sondern es ist die Wucht, die Gewichtigkeit, die Strahlkraft, das Licht, das Leben Jesu selber, das in uns gelegt ist. In alle Erwählten, in die Gemeinschaft der Erwählten. Die Gemeinschaft der Jünger, oder sagen wir es präziser, die Kirche, ist ein Individuum. Also, wenn wir es vom wörtlichen Verstehen her begreifen wollen, etwas Ungeteiltes. Und genau so hat sie Kraft, hat sie die Wucht, die Strahlkraft und das Leben Jesu. Sobald die Kirche ein Dividuum wird, also ein geteiltes, ein zerrissenes oder eine Anstalt von Individualisten oder ein Zoo von bunten Vögeln, ist es mit der Strahlkraft der Kirche dahin. Sie hat nichts mehr zu sagen. Sie spricht nicht, weil sie die Herrlichkeit Jesu verliert und nicht nur verliert, weil sie sie quasi zerstört. Das ist etwas sehr Wichtiges, wenn wir diese Basis bedenken. Das heißt doch, wir, die wir in der Taufe eingegliedert werden in den Leib Christi, die Kirche, die als Individuum lebt in dieser Zeit mit ihrem Haupt Christus, die alles Leben von ihm empfängt und nur so Strahlkraft hat und nur so der Welt begegnen kann. Das bedeutet, dass wir uns selber immer wieder eingliedern lassen müssen. Es gibt heute die große Versuchung der Kirche, die Flucht in, wenn man das etwas aus dem Griechischen formuliert, könnte man im Deutschen, das versteht dann jeder, sagen, die Flucht in die Idiotie. Entaidia, sagt das Johannesevangelium. Das heißt, die Flucht ins Eigene, die Flucht in den Individualismus, aber den je eigenen. Was haben wir denn noch gemeinsam, fragen wir dann zuweilen. Was verbindet uns denn? Sind wir nicht getrieben auch von den Medien, dass sich jeder und jede selber interessant macht? Jeder und jeder sich selber aufspielt, einen Auftritt haben muss, eine tolle Überschrift haben muss, damit wir als Kirche, so sagen uns dann die Medienleute, damit wir gehört werden. All das ist nichts, rein gar nichts. Wir könnten es sein lassen. Die Kirche hat nur dann etwas zu sagen, wenn sie Individuum Jesu Christi selber ist. Denn er ist ihr Leben. Er hat uns seinen Geist versprochen, diesem Individuum Kirche. Und so haben wir Strahlkraft. So können wir die anderen einladen zum Leben und ihnen einen Weg zur Liebe Gottes ermöglichen. So haben wir etwas zu sagen, liebe Schwestern und Brüder. Alles andere, sich sozusagen einer Welt, die ohnehin diesem Christus damals wie heute in den unterschiedlichen Erscheinungsformen feindlich gesinnt ist oder dem Nicht-Bleiben-Wollen der Jünger, wie das hier im Evangelium geschieht. Kurz darauf, nach diesem Gebet Jesu, gehen die Jünger, die Apostel, entaidia, sie gehen ins Eigene, sie machen sich zu Idioten der Kirche. Aber so sind sie keine Gemeinschaft, so gibt es keine Rettung. Missionarische Strahlkraft gewinnen sie erst wieder nach Ostern, als sie zusammenkommen, als sie sich zusammenfinden unter dem Wort Jesu, als der Auferstandene selber ihnen das Wort und das Gehör öffnet für das Verstehen des Wortes.
als sie im Gebet geeint sind und auf den Heiligen Geist warten, der all dem die große verbindende Kraft einhaucht, die er selber ist. Dass an uns die Wucht, die Herrlichkeit, die Jesus beim Vater hat, einhaucht und uns so Kraft gibt für unseren Weg heute. Alles andere, liebe Schwestern und Brüder, ist vergeblich. Das ist die Einheit, um die Jesus betet. Da liegen die Aufgaben für die Kirche heute, diese Einheit zu suchen, weil sie uns nur von ihm geschenkt werden kann.